So, mein Lieben, wir gehen wieder rein in die Partie. Virtus Pro gegen Envias, die letzte finale Map. Und vor allem für beide Teams die Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren. Es steht 2:2 in diesem Best of 5. Das heißt, D-Kobbel wird es dann entscheiden. Die Bullen dürfen sich die Seite aussuchen, werden wohl wahrscheinlich als CT starten. Ich weiß nicht, ob da nochmal überlegt wurde, ob man einfach nur langsam getippt hat. Vielleicht hat jemand das Ausrufezeichen nicht gefunden. Also, wenn wir gleich loslegen, dann bin ich mal wahnsinnig gespannt, denn ich denke, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Kobbel ist ein würdiges Finale meiner Meinung nach, oder eine würdige letzte Map für diese Partie. Denn wir haben beide Teams einiges auf dem Kasten. Ich würde Envias ein kleines bisschen vorne sehen, einfach von der individuellen Spielstärke, und die macht auf Kobbel schon mal einen recht großen Unterschied manchmal. Aber die Polen haben dafür auf der anderen Seite eine gute Execution, haben gute vorbereitete Goals, haben starke vorher einstudierte Spielzüge. Und auch das kann Kobbel eine ganze Menge wieder wettmachen. Aber die Polen müssen sicherlich Angst davor haben, dass ein MV-Spieler hier ganz gewaltig eskaliert. Es könnte zum Beispiel natürlich ein Apex sein, der völlig ausrastet. Kenny S mit seiner AWP, der hat schon einige richtig dicke Klatsches gemacht, gerade auf Kobbel. In Kirishima, MBK, eigentlich jeder von den Envias-Spielern ist in der Lage, hier Virtus Pro gefährlich zu werden. Jede Runde. Also das wird eine harte Nummer für Virtus Pro, aber sie haben Chancen darauf. Und egal, was jetzt passiert, es war eine sehr schöne, spannende Partie. So, man hat sich aufgestellt, um Richtung B zu gehen. Ich denke, daran besteht kein Zweifel. Wo wollte ich denn da hin? Ah, hier. Drei Leute Richtung Dropper. Happy. Im Kistengang da Neo direkt noch zerlegt. Er versucht noch weiter den Gegner zu nerven. Snacks von der Seite. Wenigstens einen. Immerhin. Da ist doch wieder jemand unsichtbar. Der Spieler im Connector ist doch wieder unsichtbar. Das ist doch Müll. Ist das doch. Ja, da ist er. Jagt den Geist. Jawohl, Tess hat es zerlegt. Und Happy mit einem schönen Headshot. 1:0 Envias. Langer, harter Kampf um den Connector und um den Dropper. Und am Ende gehen die Franzosen hier siegreich aus der Runde raus. Aber wir kennen das aus den anderen Maps. Wir kennen das aus den bisherigen Runden, dass das nicht unbedingt eine Garantie für ein 3:0 ist. Sondern im Gegenteil, das 3:0 ist eher selten gewesen heute. So, MBK, das ist er unten aus der Mitte, da hat er Neo erwischt. Ich kann ihn immer noch nicht anwählen. Jetzt ist er wieder da. Der gute alte Demo-Rekord, der funktioniert immer noch. Und Pasha hat das genau im Blick, dass Happy da vielleicht noch einen Backstep versuchen wird. Aber Happy macht das gut, hält sich bedeckt. Währenddessen räumen seine Mates hier ordentlich den A-Spot auf. Kleines Duell hier unten, Piali ist schon gut angeschossen. Happy lässt ihn nicht mehr davonkommen. Der letzte ist im Connector. Ich denke, das ist halbwegs
Nee, das ist halbwegs. Immer, jawohl. Also 2 zu 0. Stimmt wahrscheinlich Cisco wieder ab. Oder ihr trollt mich. Cisco, sag ich nicht. Stirbt wahrscheinlich Twitch wieder ab. Wenn das hier kein Troll ist. Snacks. Kirishima. Werden wir hier Tatsache ein 3 zu 0 sehen? Ist das die Möglichkeit? Gibt es sowas? Gibt es sowas wirklich? Nur noch Pascha am Leben. Ups. Ja, die Keller nochmal abgesetzt. Wahrscheinlich hat er die Baustraße ein bisschen zu früh losgelassen. 3 zu 0. Ja, dann ist es Twitch. Das ist natürlich übel. Also, wie gesagt, von mir zu Twitch ist alles gut, soweit ich das hier sehen kann. Dropped Frames 0. Und es sieht auch alles gut aus. Mein Spiel läuft flüssig weiter. Der PC ist nicht überfordert. Das ist natürlich dann bitter. Das wird irgendein Twitch-Server sein, der da wieder abstirbt. So, Happy ist mit dem Dropper beschäftigt. Und der Rest seines Teams ist unten in der Mitte. Snacks. Aber die Attacke findet auf dem A-Spot statt und jetzt, wo es Virtus Pro klar wird, was da gleich auf sie zukommt, jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Neo muss schauen, vielleicht noch Schaden macht. Wird aber rechtzeitig von Kirishima gefunden, bevor er größeren Damage dort anrichten kann. Es bleibt an Snacks und seinen Mates hängen. Werden sie das Ganze nochmal versuchen zu retaken oder nimmt man vielleicht sogar die Waffen mit? Next lässt es auch sein. Also, Runde Nummer 4 auf das Konto von Envias. Und 2 gesavte Waffen, immerhin. Damit könnte man nochmal vernünftig nachkaufen. Neo nimmt mir das Scout vorlieb. Der Rest des Teams hat vernünftige Rifles. Snacks muss ein kleines bisschen verzichten auf Equipment, also auf Granaten. Aber wird ihn wahrscheinlich auch nicht brauchen, denn der einzige Blick, den er hat, der ist hier oben gegen Dropper. Das ist ein eiskaltes Duell, was er da gleich bekommt, wenn Happy sich entscheidet, mal drüber zu schauen. Ducken ist immer ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich gleich einen Versuch gibt. Flash gedodged. Happy wollte eigentlich nur wissen, ob da jemand steht. Das ist mehr oder weniger alles nur Informationsbeschaffung. So, Neo mit dem Blick. Ich glaube, er hat Kenny gesehen. Hat ihn angeschossen. Kenny hat einen zurückgedrückt. Beide treffen sich. Aber keiner kann den Kill setzen. Schön von Tess. Die Gegenflash hat gut gesessen. Apex hat absolut nichts gesehen. Kenny Snacks. Weißt du Bescheid? Kenny Snacks und NB King.
Also die Jungs haben echt Spaß hier mit der Namensgebung. Tess wird es nochmal versuchen. 1 gegen 2 Situationen wird auch von Kenny Snacks abgezielt. Und damit 5:0. Und das war der Versuch hier nochmal gegenzuhalten. Virtus Pro könnte sich überlegen, erneut zu kaufen. Ist ein bisschen günstig ausgegangen mit der ganzen Money-Management-Geschichte, sodass man hier wenigstens noch Farmers an den Start bringen könnte. Aber in der nächsten Runde ist das Geld definitiv alle. Also sollte MVS die hier auch holen, dann werden wir Virtus Pro mit ziemlicher Sicherheit in der Eco sehen. Es sei denn, sind da irgendwie 3 Waffen durchgegangen. Okay. Jawohl. Das nächste währenddessen Happy abgefangen. Das war wie immer nur ein Einzelspieler, der da auf dem Baseball bzw. im Dropper rumgelaufen ist. Neo muss schauen, dass er so schnell wie möglich auf den Spot kommt, denn er wird daran gehindert. Und das bringt Virtus Pro hier ganz gewaltig außer Position. Kirishima auch den Nachschieber noch abgefangen. Pasha, er hat ein kleines bisschen mehr Erfolg. Trotzdem auf dem Feld. Und jetzt ist ein Backup gefallen. Er kommt ins Kreuzfeuer. So ist ein bisschen eigentlich noch zerlegen. Ja, und das passiert ist 6:0. Also Envias hier mit dem perfekten Start in diese 5. Map. Wie angekündigt ist das Geld bei Virtus Pro relativ knapp. Man müsste erwarten, dass die Polen jetzt nochmal in die Eco gehen. Aber wohlgemerkt gibt es hier durchaus noch genug Möglichkeiten zurückzukommen. Kobbel kann auch gerne mal so einen 9-6 auf der T-Seite vertragen. Das ist alles andere als die zeltelastigste Map. Nee, das erstaunlicherweise kaum. Da hat sich Kimo vielleicht... Entschuldigt. Da hat sich Kirishima vielleicht ein bisschen zu endgültig ins Duell begeben. Apex. Und Happy ist auch schon weiter durch. Irgendwo da hinten in der Ecke hat sich Tess noch versteckt. Oh, die erste hat gesessen. Das. Wird das noch was? Auf jeden Fall geht es da hinten im Apex-Spiel ein bisschen an die Kragen. Sitzt hier auf dem Spot. Okay, yes. Irgendwo da hinten ist das Next sitzen. Kurz am Vorbeilaufen. Ein paar Tech-9-Shots reingetackert. Mit der AWP Maß genommen. 7:0 Envias. Die Polen müssen sich bald was überlegen, wie sie hier gegenhalten können. Oh, schönes Teil von Kenny S. Sau stark. Hat er kurz im Vorbeilaufen noch gesehen oder im Zurücksteppen? Oder rechts sehen wir ihn dann liegen. Unten steht Tess close. Scheint mit der AWP hier wirklich ins Duell gehen zu wollen, aber hat seinen Moment ein kleines bisschen verpasst. Jetzt muss er natürlich Kenny S dazu zwingen, irgendwie ein bisschen in Nachteilsituation zu kommen. Das scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Läuft mit der Tech-9 weiter. Und Viali aus dem Connector raus. Vielleicht kann er nochmal Schaden machen. Schöner Spraydown. 10 Schuss sind noch da. Das könnte noch reichen für Kenny S. Und er drückt ihn auch über den Haufen. Er weiß, dass der letzte Spieler von B kommt. Happy ist immer als Backstabber im Connector. Kann sich Viali zumindest entledigen, aber der hat seine Aufgabe erledigt. Ein Pasha braucht nur noch einen Schuss setzen. Hat ihn verpasst und Happy ist durch Richtung Baseboard. So schnell ihn seine kleinen Füßchen tragen. Rauf auf den Spot, Bombe legen und in Position bringen. Dann hat er eine gute Möglichkeit, hier die Runde auch an sich zu reißen.
Weit kann er nicht sein, das weiß Pascha, aber er hat keine Möglichkeit, alle Positionen gleichzeitig mit seiner WP abzuziehen. So kommt Happy hier mit der Runde durch. Schade, schöner Versuch von Bialy, saustark gemacht. Aber es hat nicht gereicht. 8 zu 0, Envias, die Franzosen, sie sind wirklich schwer aufzuhalten, man sieht es. Da kommt ein Kenny, er ist einfach durch den Kistengang gelaufen und haut die komplette A-Deckung auseinander. Happy auch wieder gut aufgepasst. Kein Gegenpush. Das. Schön von Tess, wenigstens einen mitgenommen, aber die französische Dampfwalze, sie rollt erstmal weiter. Und das ist natürlich eine fiese Abdeckposition von Happy. Extra weit hinten stehen geblieben. Bialy nimmt das als Anreiz, hier direkt auf den Spot drauf zu schieben. Happy macht sich auf den Weg, möchte Richtung Connector rübergehen. Kenny S. währenddessen in Ruhe den Spieler beim Verschieben abgefangen. 2-gegen-2 Situation. Und was wäre das für ein unschönes Ende, wenn Envias jetzt einfach drüber marschiert über Virtus Pro? Ein langes, ausgiebiges Best of 5, was in die fünfte Map geht. Da wollen wir nicht so eine Rasur hier sehen. Da wollen wir eindeutig ein bisschen was Knapperes und Schöneres sehen. Auch wenn es schön anzusehen ist, wie stark Envias hier aufspielt, aber ein bisschen knapper bitte. Vielleicht kann Bialy es retten, er spielt so gut. Er ist unterwegs Richtung Sword. Kenny S. hat ihn wieder gut gereadet, ist einfach direkt in die Offensive gegangen. Hat sofort gemerkt, dass Bialy versucht, Richtung Sword durchzukommen. 9 zu 0. Wieder Eco, wieder die Polen ohne Geld. Und diesmal nennen wir erst da die Strategie ganz gewaltig geändert. Erster kompletter B-Go, den ich bisher gesehen habe. Bisher immer A-Spot. Die Nades ist gut, Bialy zerlegt es. MBK macht weiter, fleißig weiter. Schöne drei Frags, Spot freigeräumt. Das wird von Testern auch gewesen sein. Kannst du mal versuchen. Kriegt von MBK nochmal einen schönen kleinen Bonus-Headshot. 4 zum Preis von 3. Und jetzt kommt der Pause-Call. Sehr, sehr spät. Virtus Pro hat sich viel Zeit gelassen. Sie haben auch hier die Eco abgewartet. Also im Gegensatz zu vielen anderen Teams, die gerne mal den Timeout direkt vor der Eco ziehen. Hat Virtus Pro erst die Eco runtergespielt. Und jetzt gibt es dann die Absprache. Tja, wie kommt man da raus jetzt wieder? Wie kann Virtus Pro das irgendwie noch brauchbar umdrehen? Ich sehe ehrlich gesagt nicht so viele Mittel. Envias läuft drauf, marschiert über sie drüber. Sie haben jetzt auch mal Präsenz auf dem B-Spot gezeigt. Man könnte natürlich auf Virtus Pros Seite versuchen, mehr Kontrolle auf den A-Spot zu lenken. Aber die beiden da kriegen einfach nicht genug hin. Und Bialy, so hart er gekämpft hat in dieser einen Runde, man sieht es, niemand von Virtus Pro kann da wirklich mithalten. Und Envias hat einfach nur Spaß. Man sieht es schon ein bisschen auch im Scoreboard, die Runden sind nicht mal knapp. Die sind nicht mal wirklich knapp. Da sind ein paar One-on-Ones gewesen, okay, sehe ich ein. Aber ansonsten, ja, zwei Stück, um genau zu sein.
So, jetzt gibt's die Pause. Oftmals bringt das sogar was. Vielleicht hat man das Momentum von Envy so ein bisschen unterbrochen. Doppel-AWP ist offensichtlich die Antwort. Wolfsburg versucht hier frühzeitiger den Aufbau von Envy zu stören. Oh, da oben hat Kenny S gezielt. Vielleicht. Oh, das ist gefährlich. Das nächste nochmal reinmarschiert. Aber er hat Kenny zuerst gefunden. Jetzt kommt Kiyoshima schon nach. Hat ihn unten durchs Tor erschossen, wie es aussieht. Und Apex ist schon auf der Suche. Sie rechnet vielleicht nicht mit Tess. Ah, doch, er rechnet mit Tess. Unglaubliche Shots, die Apex hier raushaut. Der von Pascha könnte auf jeden Fall Schaden machen. Jawohl, Apex zerlegt. Oh, der Molotov. Da hat er zufällig gerade die Smoke in der Hand gehabt. Die wollte eigentlich schon was anderes verwenden, aber im Zweifelsfall tut sie das natürlich auch. Viali wieder rausgepusht, wieder Erfolg gehabt mit seiner Attacke. Und er hat hinter sich die Smoke. Die wird Happy daran hindern, ihn direkt anzugehen. Viali hat sich schon nach oben verzogen. Das könnte die erste Runde sein. Das könnte die erste Möglichkeit sein. Oh, Happy verschießt den wichtigen. Den einfachen, den gut machbaren. Und dann kommt so ein Schuss hinterher. Smoke, perfekte Smoke. Happy läuft aus der Smoke raus. Hat Viali genau anvisiert. 1 zu 10. Da ist Virtus Pros erste Runde. Aber sie ist so hart erkämpft worden. Und Happy hätte mit einem sauberen Schuss da hinten die ganze Sache nochmal viel, viel leichter machen können für ihn. Aber ja, Pause hat wieder gewirkt. Ich weiß es nicht. Zumindest theoretisch. Zumindest in der Theorie ist das hier noch nicht verloren für Virtus Pro. Aber die Polen wirken irgendwie kraftlos. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Energie raus und ich weiß nicht, wie das auf der T-Seite dann noch durchgehen soll. Aber wir haben schon einige gute Comeback-Situationen gesehen, also vielleicht könnte das noch was werden. Zunächst muss er seiner AWP auf jeden Fall Schaden machen. Viali haben sie oben vom Blumenkübel geholt. Das ist jetzt schwierig für den Polen, denn er wird da schon ordentlich unter Feuer genommen. Das ist natürlich keine harte Deckung, dieser Hühnerstall dort. Alles nur Holz, das einzige, was er da als Deckung hat. Schöne Flash, Kiyoshima hat auf jeden Fall damit erwischt. Oh mein Gott, die Nate kommt zurückgeflogen. Gibt dem Jungen den Boomerang-Skill und... Oh mein Gott! Happy, was macht denn Happy? Hat nicht damit gerechnet, dass er da unten noch close steht. Oh Mann, jetzt geht aber das Chaos hier los. Bisher hat NBS einfach fehlerfrei gespielt, problemlos durchgegangen. Und dann passiert hier sowas. Ja, die Granate war natürlich absolut sexy. Snacks, auch hier wieder erfolgreich. Hat Kenny ist ja erneut bezwungen und das könnte natürlich dann auch den kleinen Unterschied machen. Mein MWS kann hier relativ entspannt aufspielen. Man hat auf jeden Fall den Druck hier ein bisschen erhöht. Gerade Richtung Mitte und Richtung Kistengang. Jetzt sind trotzdem nur zwei Spieler dort. Mein MWS geht wieder zum gewohnten Bild über. Es ist Happy, der da nur abdeckt. Ja, und dagegen wird Apex auch gar nichts tun können. Und er nimmt Tatsache Neo noch raus. Tess hat ein kleines bisschen geschlafen und sein Mate hat es zerlegt. Aber trotzdem sollte das reichen, damit die Runde hier durchgeht. MBK kann wenigstens nochmal einen zweiten Pick machen. Dann rennt er mit dem Messer in den Gegner rein. Und nicht damit gerechnet, dass Viali schon so offensiv steht. 3 zu 10. Bin ich aber gespannt, ob die Polen da nochmal neue Kraft schöpfen können. Aus diesen paar Runden.
Okay. Unverzeihliche Situation. Gibt einen ganz klaren Tempowechsel. Und Kenny S kommt da durch. Jawohl, schöner Headshot hinten. Wird ihm wahrscheinlich nicht so viel helfen. Happy hat er zumindest den Spot noch ein bisschen aufgemacht. Dann geht er da um 4 zu 10. Hat er einiges abbekommen. Der Molotov ist auf jeden Fall weit aufgegangen. Kenny S kriegt auch ins Gesicht von Bialy. Wieder schön gemacht von Bialy. 3 Leute, 4 Leute am Ende. 5 zu 10. Also Bialy hat auf jeden Fall hier die Änderung gebracht. Das ist die Pause. Ich weiß nicht, man kann jetzt natürlich spekulieren. Da ist einiges schiefgegangen. Aber Bialy hat sicherlich dazu beigetragen. Er hat 2 wichtige Runden gedreht. So, und 5 CT-Runden, damit lässt sich zumindest theoretisch noch ein bisschen arbeiten. Die Franzosen waren sich da vielleicht schon ein kleines bisschen zu sicher, dass einiges wirklich chaotisch verlaufen. Aber ich denke, die Polen werden sich da nicht beschweren, dass das noch ein bisschen zu ihren Gunsten ausgegangen ist. Oh mein Gott, Happy! Happy, was war das denn? Er wurde tatsächlich rüber gepusht, das darf doch nicht wahr sein! Und ich habe nicht rechtzeitig die Scheiß-Taste gefunden. Oh mein Gott! Jetzt Snacks und Happy zerfetzt sie einfach. Okay, kann man ja mal machen. Was hätte ich für den Autodirector gegeben? Der wäre drauf gewesen. Was hätte ich dafür gegeben, wenn der funktioniert hätte? So, Bialy. Direkt vorneweg. NBK. Snakes hat Tatsache von dem Fall gestorben. Der Dropper, die paar AP, die er da verloren hat, die haben offensichtlich gereicht. 12 zu 5. Ja, die Franzosen. Ich glaube, sie lassen jetzt hier nichts mehr anbrennen. Sieht stark danach aus. Hoste braucht einen Kameramann. Oh yeah, please. Please, Kameramann. Pretty please. Apex, ich glaube, er hat mitbekommen, dass der ist da unten. Ja, er hat ihn auf jeden Fall gesehen. Der zieht sich zurück. Wieder durchgepusht. Warum steht Bialy noch? Damit nur mit der Glock bewaffnet. Macht einfach die Flucht nach vorne, wie es aussieht. Mit der Bombe durch. Das war natürlich die Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen an den Spot rankommt, wenn die Gegner schon zu offensiv, zu weit an ihm vorbei sind. Hätte er vielleicht auch Glück gehabt.
Ja, mehr oder weniger letzter Versuch für Virtus Pro schon. Wenn sie diese hier abgeben, dann sind sie bei... Na gut, vielleicht kriegen sie danach noch eine Möglichkeit. Bei 14,5 wäre es dann. Okay, erst hat den ersten erwischt, der war dann mehr oder weniger alleine. Der Nachsmoke wäre gut, hier würde Kirishima hier ganz gewaltig helfen. Ah, das ist schon ganz gut, dass Bialy da in der Ecke steht. Ich weiß nicht, wo die Smoke zuordnen konnte, müsste eigentlich da sein. Bialy drückt immer einen guten Headshot, trotzdem ist der Connector sauber und hier der Dropper ist frei. Und Pasha, letzter Versuch. Einen hatte. Zweite, wenig so ganz umfallen, hat aber ordentlich rumgekurbelt. 14:5. Och nö. Also jetzt mal so als grobe Zusammenfassung. Fände ich es verdammt schade, wenn das hier so schnell vorbeigeht. Aber es sieht stark danach aus, als ob NBA sich das jetzt einfach nicht mehr nehmen lässt. Ich hatte gehofft, dass die letzte Map richtig spannend wird und dass die Entscheidungsmap da auch schön anzusehen wird. Aber das ist einfach nur ein Massaker hier. Auch wenn man natürlich würdigen muss, wie gut Envias spielt. Das ist nicht das, was man sich hier unter der fünften Map vorgestellt hat. Schönes Brett von Snacks. MBK versucht irgendwie zu verhindern, dass die Gegner an die Waffe rankommen. Aber ich denke, das ist ohne Probleme durchgegangen. Der Molotov ist einfach erstmal durch den Molotov gehüpft. RP hat ihn gut, MK hat ihn gut angeschossen mit der Pumpgun. 2 gegen 3 Situation. Aber Tess hängt schon ein bisschen am seidenen Faden. Also da könnte durchaus noch was passieren. Kirishima hat eine bittere Flash abbekommen. Kenny. Oh, Kirishima, Glück gehabt, dass Neo eine Pumpgun hatte. Trotzdem hat er eine Menge Schaden eingesteckt. Und es bleibt alles irgendwie an Bialy hängen. Letzter Versuch davon, von der Titanic noch ein bisschen was zu machen. Er muss diese Runde holen. Er kann sie nicht an Envias gehen lassen. Und er wird unglücklich im falschen Moment erwischt. 15:5. 10 Matchpoints für das Team Envias. Und dann hätten sie es geschafft, dann wären sie im Finale. Zehn Runden Zeit für die Franzosen. Und es würde uns alle wundern, wenn sie das nicht schaffen würden. Wenn das nicht reicht, dann wäre das das kleine Wunder von Kobbel oder was auch immer. Pasha, wenigstens Happy diesmal davon abgehalten, wieder offensiv zu rennen. Und man sieht es auch, da wird jedes Mal aufs Neue wieder hochgepusht. Happy hat da so viel Erfolg mit gehabt. Pasha marschiert dann wieder durch, jetzt haben sie ihn zerlegt. Und Kenny ist im Kistengang. Der muss schauen, dass er das hier eigentlich ein bisschen defensiver spielt, scheint aber absolut keine Lust drauf zu haben. Oberer Shot, wird von Neo rausgenommen, hat aber Zeit rausgespielt. Und Apex konnte sich währenddessen hinten auf dem Spot schon vergraben. Kirishima schiebt auch schon langsam rüber. Das war der richtige Moment, ist hier noch rauszugehen. Oha. Bialy down. Dass er nicht damit rechnet, dass jemand auf dem Spot steht. Neo, 1 gegen 1. Und Neo macht es nochmal. Kleiner Victory Taser zum Abschluss. Ein bisschen feiern ist angesagt. 9 Matchpoints verbleiben noch. Trotzdem hält sich die Begeisterung bei Virtus Pro höchstwahrscheinlich in Grenzen. Drei Leute im Kistengang. Das könnte bitter enden für Virtus Pro. Kenny S. Ja, und es hat funktioniert. Die Bombe ist down. Sie haben sie unter Kontrolle. Snacks macht den JW und hüpft einfach mit der Schrotflinte. Er hat sogar den gleichen Skin. Schrotflinte raus hier Richtung Dropper. Ja, Kirishima hat einfach durchgedrückt. Und es ist nur noch Pasha, der zwischen Envias und dem Sieg und dem Einzug ins Finale steht. Pasha gegen die Welt. Oder gegen Frankreich. Lässt Happy noch ein kleines bisschen leben. Wenn er es übertreibt, kann es passieren, dass er drauf geht. Und er hat es übertrieben. 16:6. Envias gewinnt dieses Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch an die Franzosen. Sie haben überragend gespielt auf Kobbel. Ohne jede Frage. Hier zumindest auf der letzten Map das bessere Team.
Da sehen wir mal, was für ein Riesenunterschied die einzelnen Maps